Reingehen. Öffne BA201. Ma'am, diese Männer sind hier, um Sie zu verlegen. Wer sind die? Ich habe Ihnen eine Frage gestellt. Wer sind die? Würden Sie mir bitte antworten? Rita? Was? Halt! Nicht angreifen! Diese Männer wollten Sie töten. Was doch? Die haben Moorcraft getötet. Moment, was? Gestern Nacht, in seiner Wohnung. Und jetzt wollen die Sie töten. Sie wissen, wer ich bin. Sie werden nicht weiter eingreifen. Sie wurden Ihres Kommandos enthoben, Ma'am. Wir müssen weg. Ich werde hier grundlos festgehalten. Es ist der Recht, nicht einem... Der Soldat unterstand meinem Kommando. Wir haben keine Zeit für sowas. Nehmen Sie seinen Ausweis und die Papiere. Ich hatte ausdrücklich angewiesen, Sie sollen sich fernhalten. Angewiesen? Sie haben mich angewiesen? Ja. Ich wusste, dass Sie so etwas tun werden. Vorsicht, nicht, dass ich es noch bereue. Espen, was haben Sie mit ihm gemacht? Er wird schon wieder. Das ist Wahnsinn. Heißt das, das Abendessen fällt flach? Tun Sie, als wären Sie wütend. Ich bin wütend. Gefangenentransfer. Lieutenant Sullivan, ich komme rein. Öffne BA211. Hey, warten Sie mal! Aus dem Weg! Seine Schlüssel. Geben Sie mir seine Schlüssel. Was für ein Auto wird meine Anwältin wohl fahren? Eine schwarze Limousine. Der Imbisswagen. Also ein Justizflüchtling. Und eine Landesverräterin. Vergessen Sie das nicht. Wieso habe ich das Gefühl, dass Ihnen das Spaß macht? Sie haben eine sehr interessante Art, Danke zu sagen. Wollten diese Männer mich wirklich töten? Danke. Was ist hier passiert? Wurden die überfahren? Nein, Mann. Das war ein Kampf. Ein Typ hat sie alle fertig gemacht, innerhalb von Sekunden. Er ist immer noch da drin. Das ist er. Umdrehen, Mister. Schön langsam. Ich will Ihre Hände sehen. Militärausweis. Abgelaufen. $38 und eine Zahnbürste. Aber keine Wohnadresse. Mit anderen Worten, obdachlos. Schwere Körperverletzung ist in diesem Bundesstaat strafbar, Mr. Reacher. Vorname Jack, kein zweiter Vorname. Ihnen blühen 10 bis 20 Jahre, wenn die Jungs da draußen wieder fit genug sind, um aussagen zu können. Rechte verlesen und ins Bezirksgefängnis überstellen. Zwei Dinge werden in den nächsten 90 Sekunden passieren.
Wie bitte? Zunächst wird dieses Telefon da drüben klingeln. Und dann werden Sie auf dem Weg ins Gefängnis sein, und das in diesen Handschellen. Das ist ja wirklich eine überwältigende Prophezeiung, Mr. Reacher. Das wird Major Turner sein, von der 110. CID, der Militärpolizei in Alexandria, Virginia. Sie und Ihre Männer da draußen haben einen Fehler gemacht. Sie haben Straftaten auf US-Militärgelände begangen. Wovon reden Sie, Mann? Von der Entführung illegaler Einwanderer und ihrem Verkauf. Die Militärpolizei ist auf dem Weg hierher. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie einfach töten. Es wird immer weiter klingeln. Sheriff Raymond Wood? Zur Hölle sind Sie? Der, den Sie nicht auf der Rechnung hatten. Ihr seid mir hereingefolgt. Das war ein Fehler. Und Sie dachten, wir beschatten die Ehefrau nicht? Das war ein Fehler. Mag wohl sein. Okay, wie soll das jetzt laufen? Wie wär's der Reihe nach? Und ich krieg einen Baseballschläger. Wo ist Turner? Was denn? Wenn Sie mich töten wollten, hätten Sie es längst gemacht. Noch wollen wir Sie nicht töten. Erst wenn Sie darum betteln. Und Sie werden betteln. Links oder rechts? Turner wird mich in 2 Minuten anrufen. Wenn ich nicht rangehe, wenn ich nicht antworte, ja, wenn ich auch nur gestresst klinge, dann wird sie abtauchen. Sie blöffen doch. Na dann los. Jetzt fragen Sie sich, wie Sie mich zum Reden bringen sollen, ohne dass Sie es merkt. Sie können mich nicht foltern. Sie können mich nicht töten. Und Sie werden mich definitiv töten müssen. Geben Sie mir das Handy. Stopp! Werfen Sie es rüber. Wollen wir? Ich mag es nicht, verfolgt zu werden. Sie sind gut, Jack! Aber Sie zu töten wird wohl nicht ausreichen. Ich muss also mein Versprechen zurückziehen, der Kleinen nichts zu tun. Dazu wird es niemals kommen. Oh, doch, das wird es. Eines Tages. Wenn sie von der Schule auf dem Weg nach Hause ist, oder unterwegs zu einem Date, oder wenn sie einfach mit ihren Freunden abhängt, dann werden sie nicht da sein, um sie zu beschützen. Thank you.